Hi! Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das heutige Video dreht sich um die Mac Holiday Collection, die ja jetzt so seit ungefähr einer Woche zu kaufen ist. Ich habe mir ein paar Sachen da rausgeholt, die hier, und die würde ich euch jetzt gerne kurz mal zeigen. Wie gesagt, die Sachen sind ja jetzt seit ungefähr einer Woche zu kriegen in den Läden. Ich habe mitgekriegt, dass es online relativ schnell alles weg war. Ich habe selber geguckt, als ich den Newsletter gekriegt hatte von Mac, dass es die Sachen jetzt eben gibt. Bin ich als erstes mal in den Online-Shop und es war alles schon weg. Also die tollen Sachen, ja. Ich habe zum Glück, muss ich sagen, hier fünf Counter, beziehungsweise, also drei Counter und zwei Stores in der Nähe hier, zu denen ich gehen kann, worüber ich echt froh bin. Ich hatte allerdings Glück, dass ich im Counter beim Douglas auf der Mönckebergstraße schon den Großteil der Sachen gekriegt habe, die ich wollte. Ich musste nur wegen einem Lippenstift noch in den Store runterlaufen. Aber da hatten die noch alles. Also ich weiß nicht, wie es jetzt momentan aussieht. Aber ich glaube, in den Läden könnte man eventuell schon noch Glück haben. Hoffe ich. Ja. Jetzt wollte ich eben euch kurz mal zeigen, was ich mir mitgenommen habe. Vorweg noch, wenn ihr jetzt über YouTube auf dieses Video gekommen seid, klickt mal auf meinen Blog. Da habe ich auch Bilder noch von den Sachen. Da könnt ihr es alles nochmal genauer anschauen. Und wenn ihr jetzt über meinen Blog auf dieses Video gekommen seid, dann habt ihr es wahrscheinlich eh schon gesehen. Ja, ich habe mir mitgenommen, ich fange an mit dem einen Produkt, auf das ich total scharf war, weil ich es auf einem Bild im Internet sah, an einer amerikanischen Bloggerin, die Sachen ja immer ein paar Tage eher kriegen. Und da war klar für mich, das möchte ich gerne haben. Und zwar ist es das Extra Dimension Skin Finish in Superb. Und wenn ich es jetzt aus der Packung rauskriege, zeige ich es euch auch. Die Verpackungen der LE sind relativ schlicht gehalten. Also schwarz, Hochglanz, nichts Besonderes. Aber ich finde, dann sieht es auch sehr edel aus. Also von dem her, ich finde es jetzt ganz okay. Wie gesagt, das ist das Extra Dimension Skin Finish in Superb. Es gibt auch noch ein anderes, irgendwie was mit Over the Gilt oder so ähnlich, aber das war mir viel zu golden. Also das hier ist wirklich ein schöner Bronzeton mit einem leichten peachigen Einschlag. Es schimmert wirklich wahnsinnig toll und die Dame, die Verkäuferin am Counter meinte, sie hatte es auch aufgetragen, als ich mir das hier geholt habe, und es sah wirklich toll aus. Und sie meinte, ja, sie gibt sich es auch auf die Lippen oder als Lidschatten. Also ich glaube, das ist wirklich ein multifunktionales Produkt. Wie gesagt, wunderschön, so ein Bronze-Peach-Ton. Ich bin schlecht im Farbenbeschreiben, ihr wisst es mittlerweile. Also so sieht es aus. Und ja, es ist eines der beiden Skin-Finishes, die es gibt in dieser Kollektion. Dann habe ich mir einen Lippenstift mitgenommen. Das ist auch das Produkt, wegen dem ich dann noch zum Laden runterlaufen musste, weil der beim Douglas schon weg war. Und ich glaube, das ist auch das Produkt, was wirklich am allerschnellsten weg war. Denn die Farbe ist traumhaft. Sowas habe ich bis jetzt noch nirgends gesehen und darum wollte ich ihn auch haben, weil ich, ja, wie gesagt, die Farbe so außergewöhnlich finde. Und zwar ist es der Lippenstift Glamour Days. Ein wirklich schöner bräunlich-rostfarbener Lippenstift. Es ist ein Cream Sheen Finish. Die mag ich sowieso sehr, sehr gerne, weil die relativ gut pigmentiert sind und auch auf den Lippen gut halten. Also ich stehe auf Cream Sheen Finishes. Von dem her passt es auch ganz gut. Auch hier wieder diese Hochglanzverpackung, relativ schlicht, aber wie gesagt, ich finde, das sieht ganz edel aus. Und ja, es kommt ja auch auf den Inhalt an. Ja, wie gesagt, dieser rötlich-rostfarbene Lippenstift, ein wunderschöner, eine wunderschöne Farbe. Und ja. Dann habe ich mir noch zwei Sachen mitgenommen, die so eigentlich ja nicht so ganz geplant waren. Aber als ich sie dann sah, war es einfach um mich geschehen. Und dann dachte ich mir, oh Gott, ich gönne mir die jetzt einfach. Sie sind zwar relativ teuer und eigentlich von den Farben her auch nicht unbedingt was Besonderes, aber das Design ist einfach der Wahnsinn. Und zwar habe ich mir zwei von diesen Lidschattenpaletten mitgenommen. Einmal die Smoky Eyes und einmal die Warm Eyes Palette. Ich zeige euch also das erste Mal die Smoky Eyes Palette.
Ich finde das Design einfach so schön. Also hier ist es wirklich süß. Also es ist wirklich süß, dieses kleine Täschchen. Und es ist hier auch Stoff. Also es ist kein Plastik, es ist hier richtig Stoff. Wobei ich ein bisschen die Befürchtung habe, dass es relativ schnell eindreckt. Ja, ich werde sehr vorsichtig damit umgehen, sagen wir es mal so. Hier mit diesem Schleifchen. Also wie gesagt, das Design ist einfach so schön. Und enthalten sind 5 Lidschatten. Einmal Taupeless, Satin Taupe, Love Spice, Spellcaster und Black Slip. Und ich zeige euch die jetzt mal. Es ist auch noch ein kleines Pinselchen mit drin. Der 213er in Short Edition, den 213er, irgendwie sagt mir der gar nichts. Aber mit dem habe ich mich noch nie befasst. So sieht die Palette innen aus. Also 5 Lidschatten in Mini-Version. Das einzig Doofe ist, dass ich Satin Taupe schon habe, was eigentlich total bescheuert ist, weil er hier jetzt auch nochmal drin ist, aber die anderen Farben waren einfach so toll. Ich war schon lange auf der Suche nach einem matten lila Ton, den habe ich hier jetzt. Ja, und prinzipiell ist einfach diese Palette absolut mein Farbschema. Also ihr wisst ja, ich stehe auf lila Lidschatten und von denen her passt sie wirklich toll. Und auch, ja, ich fand einfach das Design so toll und deswegen durfte sie mit, auch wenn es eigentlich nichts Besonderes ist. Das Design ist besonders und die Lidschatten sind ja auch toll. Deswegen. Und dann noch die Warm Eyes Palette. Sieht vom Design her genauso aus. Nur, dass sie hier so ein beiges Stoffdeckelchen hat, während die Smoky Eyes so ein zart rosa Deckelchen hat. Das ist der einzige Unterschied. Als Lidschatten sind hier enthalten Glamour Light, Retrospect, Honesty, Cognac und Sketch. Und ich muss sagen, Retrospect und Honesty stehen schon lange auf meiner Liste. Also die beiden wollte ich sowieso mir irgendwann mal holen. Von dem her, ja, fand ich es jetzt nicht ganz so schlimm, sie mir in dieser Palettenform zu kaufen. Die Palette an und für sich sieht genauso aus. Hier die 5 kleinen Lidschatten im Mini-Format. Das ist hier auch wieder der 213er in kurz mit dabei. Also in klein, in kurz. Und ja, sieht wie gesagt ähnlich aus, hier die Lidschatten. Auch diese Palette passt wirklich total gut in mein Beuteschema, weil es die Farben sind, die ich eigentlich am liebsten trage. Und ich finde es einfach toll jetzt, weil ich mit der Palette ein komplettes Augen-Make-up schminken kann. Ich meine, man hat hier einen matten Ton, den man sich aufs... So sieht es übrigens mit Pinselchen aus, habe ich euch gerade gar nicht gezeigt. Man hat einen matten Ton fürs komplette Lid, Highlighter-Ton, was Dunkles für die Lidfalte. Also ja, mit dieser Palette kann ich ein komplettes Augen-Make-up schminken. Ich stehe auf Paletten, ich mag es mir nicht einfach einmal was nehmen und hab dann alles und muss nicht hier 5-mal kruschen. Und ja, deswegen habe ich mir die beiden noch mitgenommen. Ich habe vor, die nächsten Tage täglich ein Produkt davon zu benutzen und dann auch Fotos auf meinem Blog natürlich zu stellen, damit ihr die Sachen auch mal im Einsatz seht. Und ja, das war es eigentlich schon. Habt ihr euch was aus der LE geholt? Würde mich mal interessieren, ob ihr auch noch was bekommen habt oder ob es die Sachen jetzt überhaupt noch irgendwie gibt. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, was jetzt momentan so der Stand ist. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.